Und also diese elliptische Bahn, die die Erde macht, die löst ja angeblich die Jahreszeiten aus. Oder ist verantwortlich für die Jahreszeiten. Und wenn wir in einem heliozentrischen Modell leben würden, dann wären die Jahreszeiten sehr allmählich. Also man hätte eigentlich gar keine Jahreszeiten, also dass man überhaupt keine Jahreszeiten eigentlich feststellen könnte, weil das ja so ganz graduell gehen würde. Und das macht keinen Sinn, also das ist nicht das, was wir wahrnehmen.